Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Und dabei ist heute wieder der Behinderte. Behinderte, genau. Ich habe nicht weitergespielt, wie man an meinen Stats sieht, und er sieht immer noch nichts. Aber er hat gutes Internet. Mit Isaac und mit Azazel haben wir jetzt gespielt, ne? Was weiß ich? Okay, wir spielen jetzt mit Kane. Ich mag Kane nicht. Ich hatte da einen Tee, weißt du noch? Ja, ich doch auch. Genau wie jetzt. Ja, denkst du, ich merke mir das? Ja. Ich meine, du liebst mich. Klar merkst du dir das. Ach so, genau. Kane hat als Anfangs-Item den Lucky Foot. Ich wusste nicht, dass wir Kirche angerufen haben. Wir haben Kirche angerufen? Wann? Keine Ahnung. Er schreibt mich so an, du hast mich gestern dann angerufen am Sonntag oder so. Und dann gucke ich so auf mein Handy. Moment mal, wir haben ihn angerufen? Das war, als du hier warst. Das ja, Einhorn? Ja, My Little Unicorn, okay. Ja, das war, als ich da war. Hätte besser starten können. Ja, aber wir haben nicht aufgenommen, als du da warst. Doch. Nein, wir haben über TS aufgenommen. Weißt du noch, aber da ist Jörg dann dazugekommen. Aber wir haben nur noch so aufgenommen. Nein, nicht Isaac. Doch, ein Part Isaac hast du aufgenommen. Nein, wir haben nur Isaac über Dingens aufgenommen. Aber was haben wir noch auf? Wir haben nur irgendwas Minecraft. Aufgenommen. Ach so, stimmt. How to Drunken. Ich bin voll nicht klar gekommen. Du sammelst halt die ganze Zeit Gold und Gold und Gold und ich weiß. Justice gibt mir Shit, ja, genau. Nice. Geheimraum freigesprengt. Nice. Wenig Geld. Unnice. Könnte sein, dass ich viel zu laut bin. Ich weiß es nicht, ich habe meine Einstellung schon wenig. Ich hatte übrigens in meinem einen Blue Baby Run hatte ich zwei Engelsräume hintereinander. Hab's natürlich nicht gesprengt. Kannst du ja noch nicht, wahrscheinlich. Kann ich. Kannst du? Was muss man dafür nochmal machen? Man muss, glaube ich, das erste Mal den Darkroom schaffen. Also ich hab's noch den Darkroom bekommen auf jeden Fall. Okay, dann sollte ich mal langsam den Darkroom schaffen. Dafür muss man 10 Mal Isaac besiegt haben. Dafür musst du dafür musst du, glaube ich, 6 Mal Satan besiegt haben. Damit du das Schwarze, das Negativ freischaltest. Ja, ich weiß, das Negativitron. Ja, und dann musst du einfach nur Satan besiegen und dann kommst du dahin. Ja, das weiß ich. Ich gucke ja auch offiziell bei Zombie. Bei Zombie Official. Ja, auf jeden Fall hatte ich das. Ach, erste Grad. Ebene. Ohne Schaden. Und das Ding ist, wo man einmal im Raum Schaden nehmen kann. Oh, das ist geil. Ich habe da irgend so eine Schiffung bekommen, dass ich auf der Darkroom-Ebene keinen Schaden nehmen, Dings. Okay, beide mitgenommen. Nice. Was jetzt noch ein blauer Stein wäre super. Ein Schlüssel und ein blaues Herz. Jetzt noch ein blauer Stein wäre super. Ich spiele eine Runde. Oh, Freddy spielt The Binding of Isaac Rebirth. Was ein Wunder, hätte ich nicht erwartet. Nein, nein. Mit wem soll ich denn spielen? Weiß nicht, mir egal. Letztes Mal hast du Payday gezockt. Ja. Also mit Isaac habe ich Satan besiegt und das Herz geschafft. Mit Magdalene auch. Mit Kane auch. Mit Judas habe ich Isaac, Satan und das Herz. Mit Fragezeichen habe ich Darkroom. Satan, Boss Rush und Herz. Fuck. Mit Eve habe ich nichts. Mit Samson habe ich Satan und das Herz. Mit Azazel habe ich Isaac und den Boss Rush. Und das Herz, Satan und Darkroom in der Hard-Variante. Mit Lazarus habe ich nichts. Und mit Eden habe ich auch Herz und Satan. Oh nein, ich habe die Boomerang-Dinger mitgenommen. Ich dachte, die wären cool, aber die sind voll scheiße. Ja, die habe ich auch. Die waren richtig gut in meinem Run. Die müssen mit den Sensen richtig gut sein, Mann. Ich hatte einfach riesige Tränen. Und in meinem letzten Run hatte ich gerade Vierfachschuss durch den Würfelraum auf dem Boden, also diese Eins da. Habe ich richtig gute Sachen bekommen und dann hatte ich noch Polymerphos oder so. Polyphemus. Ja, Polyphemus. Wie heißt nochmal dieses Item da, wo die Tränen am Anfang ganz groß und dann mal kleiner werden? Short Range Megatiers. Ja, aber das heißt irgendwie anders. Das heißt, glaube ich, pro auch irgendwas so kommt. Auf jeden Fall hatte ich das plus Vierfachschuss plus eine extreme Feuerrate plus. Gut, dass die alle vor mir wegrennen. Wieso sind die gerade gestorben?
Okay, er hat Gimp und Portable Blood. Eden hat immer andere Sachen. Ich weiß, mein Eden hat das jetzt mal. Achso, dein Eden. Okay, ich war jetzt gerade verwirrt. Was hat Eden von Anfang an? Kommt drauf an. Boah, ist das nervig mit diesen Boomerang-Tiers. Geht mir auf die Eier, ey. Ah ja, ein blauer Stein. Ha! Oh, und der Geheimraum, nice. Hatte ich nicht mit gerechnet. Und der hat noch Purified Shit als, Dings, Alter. Okay, jetzt sieht schon besser aus. 3 rote Herzen, 4 blaue. Ah, fuck, ich hab keine 15. Keine 15 Münzen. Hier ist Fatfly. Schade. Ich hab im ersten Goldraum erst noch 25 Cent gefunden. Läuft. Oh, Monstro. Hallo, Monstro. Oh, tot. Und hatte ich irgendwie einen anderen, also hatte ich irgendeinen Scheißmann oder so, dann habe ich aber die ganzen Münzen gespendet. Oh ja, der Bambuddy. Der Dark Bam. Wie komme ich immer auf Bambuddy? Ach ja, durch DDD. Ich sag jedes Mal Bambuddy. Ist ein Item, was man bei DDD haben kann. Bambuddy. Das ist eine Leiche, die wirfst du hin und wenn da jemand dran vorbeiläuft, dann kriegt er Schaden. Gibt's doch ein Ice Egg auch. Nein, den ich will vergessen, wie er heißt. Bambad oder so. Ach so. Ja, aber der ist scheiße. Das ist eine Gratis-Bombe. Super! Schade, in den Dingens können wir nicht rein. In den Challenge Room. Weil wir keine Schaden haben. Jetzt muss ich gucken, wie ist da. Ist da gut oder hier ist gut? Ich glaube, hier ist schlecht. Okay, hier wäre auch gut. Da sieht es auch gut aus. Da auch. Na, super, danke. Dann gucken wir erstmal hier. Schade. Was? Nö. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Lächerlich. Was? Ich becher mich weg. Den Geheimraum suchen. Ach, scheiße, da lang. Rote Herzen habe ich vergessen, verdammt. Mit dem Bambuddy. Oh Gott. Wollte ich wieder zurück in den Raum, fiel mir wieder ein. Ach ja, man muss ja erst alle Gegner killen. Boah, wie nervig. Ich hätte fast in die Six gerade freigeschaltet, aber es ging nicht, weil ich zu wenig Leben hatte. Ich hatte kein einziges Defense-Item bei Isaac. Und 3 Herzen oder so. Den D6 schaltet man frei, indem man ein paar Mal Isaac killt? Den schaltet man frei, indem man Isaac mit dem Blue Baby tötet. Aua. Ich wusste nicht, dass der Bomberman noch Schaden macht, wenn er einen berührt. Ah ja, klar. Eine Bombe. Super, danke. Danke, Spiel. Worst Game. 10 out of 0. Nein, 0 out of 10, sorry. Out of zero. Ja, das war ja... Ah, fuck. Ich bin so ein... Alter, diese scheiß Tränen! Die versauen mir meinen Run. Die sind doch kacke. Hä, hatte ich nicht das Einhorn-Item eben noch? Das will ich wieder haben, Mann. Das war besser. Ich will das Einhorn-Item wieder haben. Die portable Bombe ist scheiße. Hm. Jetzt habe ich 2 Bomben, aber noch keinen Schlüssel. Okay. Wenn der Geheimraum da ist, habe ich Glück. Dann hat man Glück. Oh mein Gott, er ist nicht da. Dreckspiel. Ja, gehen wir einfach mal den. Oh super, 2 Spinnen. Boah, diese Dreckstränen, ne? Die fliegen ja irgendwie 2,5 Sekunden lang und dann kommen sie zu einem zurück. So ein Dreck. Geht mal richtig hart auf den Sack. Richtig geweint, wenn er nicht gestorben wäre. Danke, lieber Buddy. Die Schokomilch macht Schokoeffekt, ne? Du kannst deine Schlüssel aufladen, sie machen dann halt je länger du auf. Oh Gott. Ich habe jetzt übrigens das Statuen-Item gefunden. Ist das scheiße? Ist das Statue-Item? Nein, kenne ich nicht. Dieses. Wie heißt denn das? Sieht aus wie das Item aus Animal Crossing. Weiß nicht, wie das heißt. Das Item aus Animal Crossing. Ja, das Itembild, wenn du im Inventar ein Item hast in Animal Crossing. Das ist immer so ein Blatt.
Sagt mir nichts. Ich habe Animal Crossing so lange nicht mehr gespielt. Das weiß man einfach. Du hast davon Let's Play gemacht, okay? Ja, vor extrem langer Zeit. Okay, die Chocolate Milk ist scheiße mit den Tränen. Der ist richtig nervig. Oh, nee. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal den Boss ficken. Na, wer ist es? Wer ist es? Chub. Hallo, Chub. Ich hab richtig Glück, dass ich das Einhorn gefunden hab, ey. Okay, ist Pentagramm kostenlos und noch ein Devil Deal. Oh, die Schaufel ist natürlich schlecht. Die Robe macht einfach nur das Sinn ab, ne? Ja. Also, kriegst du auch noch ein schwarzes Herz. Ja, drei schwarze Herzen sogar. Ja? Ja. Oh, ich dachte noch nur eins. Okay, ich merke gerade, dass ich ein ziemlich geile Item-Combo habe. Ich habe nämlich das Gimp-Teil von Anfang an gehabt und den Portable Bloodbag. Das heißt, wenn ich das rote Herz finde, kann ich mir einfach ein bisschen Geld geben und die dann einsammeln und krieg dafür dann blaue Herzen. Okay. Challenge Room natürlich machen. Oh, Alter, sind die Tränen fett. Hab in der nächsten Ebene noch ein Herz, weil ich ein Eternal Heart gefunden habe. Stirb, du Wichser. Falls man das gerade hört, ich muss gerade mein Gamepad ficken. Weil mir die Viecher sonst so richtig auf den Sack gehen. Ich hasse die Greedköpfe. Die finde ich sogar ziemlich entspannt. Außer sie hüpfen auf einen zu. Dann sind die Fickkehr vor den Herren. Ja, das meine ich ja. Ja, das ist richtig nervig. Die ist richtig abgefuckt. Ich meine, die schießen ja mal an dir vorbei. Und die sind noch ziemlich langsam. Wenn man selbst noch ausweichen kann. Oh. Das ist einfach so zum Kotzen. Ja. Die halten so viel aus. Was? Ja, toll, danke für zwei Seelenherzen, von denen ich nur anderthalb mitnehmen kann. Mist, das hat sich nicht gelohnt. Ja, wobei. In einen bösen Raum reingegangen. In was für einen bösen Raum? Dachelraum. Oder Wiese. Kannst du nur so wenig mitbringen. Ja, ich bin in so einen Raum reingegangen, wo man Schaden kriegt. Ich könnte auch, Brother Bobby mitnehmen. Aber Brother Bobby ist nutzlos, ne? Ein Herz. Wie viele Herzen hast du? Drei. Dann erst recht nicht. Ja, und halt volle andere Herzen. Ich habe erstmal zwei Health-Up-Pillen gefunden auf der Ebene. Und läuft bei dir? Ah, meine Dose Apfelsaft ist gleich leer. Ich hasse Charge-Shots, wenn sie nicht der Little Brimstone sind. Der Little Brimstone? Ja. Aber der normale Brimstone ist auch scheiße, oder was? Nein. Muss man den aufladen? Ja, stimmt, der muss man ja auch aufladen. Fanny Pack? Fanny Pack droppt ein random Pickup, wenn du Schaden kriegst. Ja. Ich will eigentlich nicht getroffen werden. Das hab ich irgendwie zweimal bekommen, weil ich das gar nicht haben wollte. Ich hasse so Items, wo man nur was bekommt, wenn man getroffen wird. Ich auch. Eigentlich ist es so mein Ziel, nicht getroffen zu werden. Ja, meins auch. Und jetzt passt sie auch Samson und Eve. Das sind so Dreckscharaktere. Vor allem Eve. Eve ist nutzlos. Ist der Hurencharakter der Welt. Der Dead Bird bringt einfach nichts. Ja, aber der Dead Bird bringt auch einfach nichts. Der ist schlechtestes Item im... Ja, aber nur manchmal... So, habe ich gerade Lust, den Gegner anzugreifen oder habe ich gerade keine Lust? Fuck, wurde getroffen. Oh, ich habe gerade Bandage gehabt. Also als Zweier-Variante. Ich hatte sie noch nie so weit. Bandage Girl als Zweier-Variante? Also zwei. Es gibt ja diese Cube of Meats oder. Gotta lick them all. Ja, das sind diese Bandage Balls. Und das meine ich davon, zwei Stück habe ich jetzt. Und dann schießt ja das Teil schon. Dadurch kann man Bandage Girl kriegen? Das wusste ich nicht. Naja, durch das Meat kriegt man Meat und seit Rebirth ist halt noch die Bandage-Scheide. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist einfach nur eins, das man kriegen kann. Oder wenn man zwei kriegt, fliegen die einfach nebenan.
Also zwei Stück einfach neben einem. Ich wusste nicht, dass das Bandage Girl wird. Bei dem Meat-Ding wusste ich ja, dass es das Meatboy wird. Oh, ihr geht mir auf ein Eier! Lamp of Coal ist gut. Aber jetzt darf nichts mehr einsammeln. Ach doch, darfst du. In Rebirth darfst du übrigens wieder Sachen einsammeln, die... die wenn ich nicht will. Dingens steigern. Die Shotspeed steigern. Hast du es bei Sommer gelernt? Ja. Broken Watch nehme ich mit. Broken Watch ist richtig gut. Die Heile Watch wäre auch ziemlich geil, wenn sie nicht unbedingt ein Leertasten-Item wäre. Ist sie? Ja, ist sie. Hast du sie schon oder weißt du was? Hab auf der Seite gelesen. Ja, noch ein Satansraum. Und Mams Schuhe. No, Bob's Brandon Challenge Raum, das sammle ich nicht mehr auf. Ich hab das vor allem aufgesammelt, weil ich immer Curse of the Blind hatte und nicht die Items gesehen habe. Ja. Ich meine, manchmal ist das sogar ganz gut, aber es ist meistens einfach nur so zum Kotzen. Meistens ist es einfach scheiße. Mit Verlaub. Ich will was Schönes haben und krieg Müll. Der Flat Penny. Schlüssel, wenn ich Geld aufsammle. Ja. Ich weiß. Sorry. Dass ich so angehört, als wüsstest du es nicht. Nein, ich wollte nur überlegen, ob ich mitnehme oder. Oh ja, zwei schwarze Herzen, danke. Ist ja nicht so, dass ich voll bin mit Herzen. Ich könnte mal wieder einen richtigen Devil Deal brauchen. Ich hätte gern Brimstone. Ich auch, immer. Ja, zwei Schlüssel gleich gekriegt. Dann gehe ich auch noch in den Shop mit 19 Münzen. Ah, ich kann ja noch nicht fliegen. Scheiße. Nicht fliegen zu können ist so ein Fluch. Das sollten sie als Cursed machen. Ich habe jetzt auch volle Herzen. Okay, okay. Ah, scheiße, da war noch ein Raum, den habe ich nicht gesehen. Sorry. Aber ich liebe dieses Spiel. Ich habe 60 FPS hier flüssig. Oh nein, die Gurglings. Ich hatte den Goldraum auf der Ebene noch nicht. Boah, das habe ich gar nicht gemerkt. Boah, hätte ich mich geärgert, wenn ich das... Wenn ich den nicht mitgenommen hätte. Oh ja, das Mongo-Baby. Das Mongo-Baby ist richtig zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, was es macht. Das kopiert einen deiner Effekte von... Also einen Effekt von deinen anderen Begleitern. Wenn du keinen hast, ist es so wie Brother Bobby, aber ich glaube, obwohl, nee, das macht eigentlich ziemlich gut Schaden sogar, also das Mango-Baby ist voll geil. Ja, aber wenn das den Effekt von meinem Begleiter kopiert, dann kopiert das dann den Effekt von... Ich glaube, von einem schießenden Begleiter. Achso, okay, schade. Wollte schon sagen, Alter, sonst wäre das einfach noch ein zweiter... wie heißt denn der Spast? Dark Bum. Ja, und genau, Dark Bum. Die Herzen so ein, dass du nie was bekommst. Die teilen sich das dann immer. Also, ah, das wäre richtig abgefuckt. Dark Bum ist einfach so ein Gegner, der ist einfach so richtig nötig. Also der ist, nee, so nicht so ein Gegner, sondern so ein Item, was einfach so richtig, was man einfach braucht. Dark Bum ist einfach das schönste Item überhaupt. Pillen, Mom's Purse. Aber Brimstone wird, glaube ich, genervt. Der macht nicht mehr unendlich viel Schaden direkt von Anfang an. Ich glaube, da brauchen wir ziemlich viel Damage ab. Speed up zweimal gleich hintereinander und zweimal Range up, nice. Nee, einmal Lemon Party, okay, habe ich verwechselt, Entschuldigung. Aber schon nice. So, dann haben wir die Ebene auch erkundet, bis auf den Raum, in den wir nicht reinkommen. Wir kommen da theoretisch rein, aber ich will... Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen noch in den Raum. Ich habe ja keinen Stress, ne? Also wenn ihr euch wieder einen langen Part angucken wollt, dann guckt ihr jetzt. Der erste geil, Part war irgendwie schwarze, nur 40. Die schwarze Kerze. Black Candle? Weiß die ist natürlich richtig, ja, nice. Nie wieder Curse, Alter. Ja, das ist eigentlich das Schönste an der Black Candle. Lemon Party! Ja, weiß ich, was sie macht. Oh, nein, 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 nicht piep, nicht piep, nicht piep, nicht piep. Ich hasse Piep so über alles, ne? Wieso denn das? So ein richtiger Hurensohn ist. Oh ja, noch ein Schlüssel.
Hat jetzt auch nicht so unendlich lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Ich liebe einfach alle Begleiter, Alter. Am besten sind immer die Runs, wo man alle Begleiter hat. Ich hatte noch niemals. Naja, am besten welche Runs, wo man dann Guppy wird oder irgendwie so und dann extrem viele Fliegen hat. Aber man wird immer Guppy. Man wird so einfach Guppy. Oh nein, 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 nein. Was ein Assi-Raum. Oh, was ein Ficker. Nee. Boah, sorry, aber die haben mich gerade voll in die Enge getrieben. Ich kam nicht drauf klar. Hast du Rage-Critted? Nein. Oh, fast. Fast, ja. Ah, nein, 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 nein. Ich mache übrigens ziemlich gut Schaden. Also ich one-hitte... Ich mein ganzes Leben wegmachen, damit ich in den Challenge-Raum rein kann. Habe ich auch das gemacht eben gerade noch. Ich one-hitte diese... diese komischen Vagina-Brimstones. Oh nein! Keine Gegner, die man von hinten angreifen kann. Ich hasse Gegner, die man von hinten angreifen kann. Egal welche. Der hat einfach so viel Leben, das ist so zum Kotzen. Ja. Eben habe ich eine Runde mit Azazel gespielt, auf dem anderen, so auf meinem privaten Profil, was ziemlich schlecht ist momentan. Nein, nicht Last! Weil dein privates Profil war es, wo du nicht sterben wolltest? Ja, hat nicht geklappt. ich hab's nicht mehr versucht. Ich hab fast gedacht, so, einzig nicht zu sterben? Ich werde es nochmal probieren, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Es ist locker machbar, ne? Aber. Nein, ist es nicht. Doch. Nein, ist es nicht. Du musst immer OP-Runs oder extrem gute Runs haben, weil irgendwann stirbst du einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel im Darkroom bist oder so, wo du einfach 1000 Bosse kommen und du bist da mit 3 Herzen oder so und hast kein Defense-Item oder irgendwas. Dann bist du gefickt! Ja, okay, hat sich schon mal nicht gelohnt und ich habe dafür meine ganzen Schlüssel verspielt. Egal, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Wofür? Hier nur sowieso eine Spielo. Damit ich in den, also da waren zwei goldene Kisten drin, die habe ich natürlich beide aufgemacht. Challenge Room. Achso, ja, klar. Hätte ich ja auch. Boah, ich habe jetzt schon 17 Schlüssel, Alter. Ich habe letztens Skelettschlüssel gefunden. Welchen? Ein Skelettschlüssel. Also den ist wirklich ein Skeleton Key. 99 Keys oder was? Ja. Ja, der ist nice. Schlüssel sind immer nice. Der ist natürlich für die Chest-Ebene geil. Chest-Ebene brauchst du auf jeden Fall, ja klar, logisch viele Schlüssel. Aber am besten auch noch Guppy's Tail. Was macht das Standardauge? Also nur dieses Auge. Welche ohne Auge? Wimpern? Triple Eye. Also Triple Shot. Ja, the Inner Eye. Nice. Jetzt habe ich einen dreifachen Charge Shot. Alter, muss ich jetzt Schaden machen? Ich hab hier zweimal Full Health und einmal Balls of Steel noch und ich habe volle Herzen. Ah, wie komme ich an den ran? Ich hatte neulich einen Run, da hatte ich hier The One. The One? Heißt es nicht The One? Number One? Ja, Number One. Number One und hatte nochmal Range Down. Und dann hatte ich so einen Gegner, der auf einer Insel sitzt und diese vier Totenköpfe, die um mich rumfliegen. Schaff das mal mit so wenig Range. Das ist richtig nervig. Faith Up? Nee, Faith Up will ich nicht. Gitti, 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 sowas Ekelhaftes. Geh doch hoch! Ficker. 20 Schlüssel. Das Sparschwein? Wenn du Schaden kriegst, droppst du Geld. Nice. Also nicht dein Geld, sondern einfach nur Geld. Full Health, okay, die will ich noch nicht. Muss ich mir merken, dass sie da ist. Welche Ebene sind wir? Depth 1, dann kann ich ja den Boss schon mal machen. Okay, dann droppen wir ihm mal den Scheiß. Der hat schon Range, okay. Ja, Boss ist tot. Ein HP-Up und ein Devil Room. HP-Up und den Devil Room rein. Schon wieder nur 3 Kisten. Will der mich eigentlich verarschen? Wir haben jetzt sich gerade eine normale Kiste zu einer roten Kiste geändert, obwohl ich nichts aufgehoben habe. Wieso krieg ich keine Devil Deals mehr? So eine Scheiße.
Also keine richtigen Devil Deals mehr. Ich hab grad ein Problem, ich hab keinen Schlüssel. Willst du ein paar abhaben? Ich hab noch 19. Ja, bitte. Schick mal Link! Hätte ich vielleicht doch nicht in den Dings stecken sollen, in den Challenge Room, sondern eher in den Item Room. Shop habe ich natürlich auch aufgemacht. Natürlich kein Schlüssel drin. Du hast den Shop aufgemacht, ohne einen Item Room zu haben. Ja. Das hätte ich ja nicht gemacht. Ich hatte ja 3 Schlüssel. Ich habe jetzt wieder 20. Vielleicht im Spiel und noch was. Scheiße, das wollte ich noch nicht aufheben. Bitte. Spilo, please. Ja, hier, komm, sammel auf. Wieso kackt der mich? So ein Glücklicher. Ich hab grad Puberty bekommen. Alter, noch ein Herz! Ich kann doch nicht so viele Sachen mitnehmen, Junge. Schlüssel brauch ich eh nicht. Ich brauch mal ein paar mehr Humpen. Humpen? Humpen, oh ja, Humpenbier. Oh ja, gute Idee eigentlich. Moment. Nee, mach ich in der Szene dazwischen mache ich das und hol mir noch ein Bier. Oh, ich hab das Backpack nochmal bekommen. Ich meine natürlich Mom's Toenail. Einen Apfelsaft in der Dose. Was? Spider Baby, weißt du das? Spider Baby? Vielleicht wenn ich Strafe bekomme, kommt. Ist das Inside You? Ist Gross Inside? Nein, das heißt Spider Revenge. Ich glaub, wenn du jemanden tötest, komm Spinnen. Oder wenn du Schaden kriegst, komm Spinnen. Ganz kurz. Das muss jetzt erstmal sein. Das 100 zu heute. Was bei dir? Ich finde auch die Werbung auf den Dingern super. Mach hinter jeden Tag ein Plus. Los! Trink jeden Tag unser Dosenapfelsaft. Das heißt es einfach. Das kannst du nicht bestreiten. Die wollen einen abhängig machen. Machen sie auch. Diese scheiß Ficker. Geht doch. Von Arsch sind die. Alle von Arsch. Abgepupst. Nice Contra, The Pact im Dingsraum. The Pact ist sowieso geil. Ich bin rausgegangen und durch das Schaden vom Rausgehen hat sich mein Gimp aktiviert und ich habe jetzt wieder volles Leben. Ich muss halt aufpassen, ich kann ja nicht fliegen. Ach man, komm doch her! Oh, Spiel kann schlecht schlimm. Spielo! Ich habe jetzt 23. Und ein Arcade-Raum, nice. Eins, dann mach ich schnell den Boss. Ist nur Gish. Und der ist auch noch verlangsamt. Gish habe ich noch nie als Boss gehabt, als normalen Boss. Hast du den schon freigeschaltet? Wie schaltet man den frei? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst die Tiefen oft machen. Okay. 25 also Schlüssel übrigens. Immer noch 0 Schlüssel. Ich bin ja gerade im Bossfight, da kann ich keine bekommen. Also bisher entwickelt sich mal ganz die gut. Die 3, weißt du, was die 3 macht? Auf jeden Fall nicht die Items rerollen. Oh, Lil, geht's? YOLO! Oh, Halo! Weißt du was, ich spreng die Statue. Oh fuck. Rerollt alle Items am Boden. Wo siehst du das? Bin rausgegangen, hat alle Items rerollt am Boden. Achso. Ich mach jetzt erstmal My Little Unicorn. Merken die 3 Reroll die Items? Krieg ich automatisch noch ein zweites da? Also, oder steht auch nur die Chance, dass ich 2 bekommen kann? Steht nur die Chance. Bin Arsch. Musst du 2 der Engelsstück sprengen, ne? Ja, ich habe. Ja. Ist das Problem. Ich wollte wissen, ob da jetzt 100% noch ein Engelsraum kommt, oder? Nein, muss nicht. Das ist zum Kotzen. Also Engelsräume kommen ja sowieso nur, wenn du Faith hast. Also solltest du. Ich hab gar nichts mit Faith. Hast du einen Devil Deal gemacht? Ja.
Ja, ich glaube. Wieso hast du denn überhaupt einen Engelsraum? Ja, dann hast du keinen Engelsraum gekriegt, deshalb. Da hast du dann einen Engelsraum deshalb gekriegt. Ich habe auch schon mal nach einem Level, also nicht direkt an. Ja, ich auch, aber eigentlich ist das nicht so. Eigentlich soll es nicht so sein, dass man das kriegt. Eigentlich schon. Hey, du hast einen Teufelsraum angenommen. Dankeschön. Wir wollen dir damit danken. Oh nein, nicht Pin! Nicht viermal. Ich hasse Pin. Du bist doch ein chilliger Typ. Nicht viermal. Mir geht's aus, dass seine Schüsse explodieren. Oh, ein Bettler! Nice! Bettler sind sowieso das Geilste überhaupt. Ja, außer die Bettler fressen 28 Münzen. Ich hatte. Ich hatte es noch nie, dass ein Bettler mehr als 3 Schlüssel gefressen hat. Echt nicht. Oh nee, noch einen Schlüssel brauche ich nicht. Schlüssel? Dass ein Bettler mehr als 4 Münzen gefressen 8 Münzen gefressen hat. Oder 9. Purified Shit oder Left Hand? Purified Shit, was macht denn das? Aus Scheiße kommen bessere Items. Ach, die Steinscheiße. Welche Ebene bist du? Tiefen 1. Ja, dann würde ich das andere nehmen. Left Hand. Man kann Left Hand übrigens zweimal, also man kann die zweimal finden. Ich weiß, man kann auch Bob's Rotten Head zweimal finden. Tiefen 2, dann darf ich noch nicht da rein. Weil vorher will ich den Challenge Room machen. Dafür muss ich mir erstmal Schaden zufügen. Ich hasse Knochenwerfgegner. Ja, die sind erstmal, schießen die so schnell, dass man das überhaupt nicht mitkriegt unbedingt. Und die sind einfach so mies. Die schießen auch so in komischen Winkeln, also die können auch in jeden Winkel schießen. Andere Leute schießen immer nur nach vorne oder die Fliegen schießen ja, aber richtig Kuchen sind. Ich werde gleich richtig viele Schlüssel haben übrigens. Ich habe 2. Also ich kann in den Shop gucken, wahrscheinlich ist da Greed drin. Willst du wissen, wie viele Schlüssel ich hab? Nee. Okay, 37. Okay. Wie viele Münzen hast du? 32. Das Geile ist aber, an meiner Kombo, ich mache mir die ganze Zeit Schaden, also ich mache mir immer halbes Herz Schaden, und wenn ich halt ein Herz finde oder so, und dann spawnen auch gleich noch Spinnen mit. Oh, scheiße Bomben, danke. Kennst du die? Mhm. 40. 51. Weil ich ja Geld droppe, wenn ich angeschossen werde, habe ich gerade nochmal 10 gekriegt. 44 Schlüssel. 60 habe ich jetzt. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, Monstro 2. My little Unicorn gegen ihn eingesetzt. You unlocked Necropolis. Was muss man für Necropolis machen? Alle Bosse aus Ethan einmal besiegen. Fuck. Fade up? Nein, immer noch nicht. Ich hab nur noch 3,5 Herzen. Warum? Wegen dem Raum gerade, weil ich bei Monstro 2 so viel Schaden gekriegt habe. Ich habe bei Monstro 2 gerade 4-mal Schaden gekriegt. Hatte ich keine Batterie? Ich hatte keine Batterie. Ich bin ein bisschen am Arsch. Eternal Heart? Ist nicht, Junge, ist nicht. Ich muss jetzt hoffen, dass ich ein bisschen Glücksspielglück habe. Oh scheiße, nein, ich habe den Eternal Heart weggemacht. Das ist doof. Blue Map, nehmen wir mit, würde ich sagen. Blue Heart, was macht denn das hier? Extra Pill Room. Nice. Ich weiß gar nicht, ob Extra Pill Room auch dich mehr Karten mitnehmen lässt. Glaube nicht. Naja, es wäre logisch, wenn es nicht machen würde, aber irgendwie wäre es auch logisch, wenn es machen würde, weil es der gleiche Slot ist sozusagen. Ja, aber es gibt ja auch einen extra Kartenraum, ja. Als Item. Ja, aber wenn man dann beide kriegt. Nein, nicht das Fliegen-Item! Ach, fick dich doch. Ich glaube, wenn du beide hast, kannst du beide auch nehmen, aber ansonsten. Das wäre richtig chillig, weil dann hättest du mehr Pillen und mehr Dingens. Also dann könntest du 4 Dingens tragen hier, 4. Ich glaube, du kannst dann eine Pille und links tragen, aber ich glaube, weißt du. Ich glaube nicht, dass das. Oh, neues Pillen. Pheromone, Health Up. Hier, Explosive Diarrhea, Puberty. Ich hab noch eine Bad Gas Pille und ich habe gerade nichts mehr gesehen, weil mein Mikrofon mir so in der Fresse hing. Ich habe jetzt übrigens 9 Herzen und zweimal voll Health.
Hat Mami vergewaltigt? Vergiftet. Oh scheiße, ich bin schon wieder in die scheiß Staffel gerannt. Das ist eine Bodenstaffel. Und sie ist tot. Komm schon, stirb. Nein, 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 noch nicht. Jetzt ist sie tot. Und ich habe noch einen Devil D-Room gekriegt. Ich hoffe, ich krieg noch ein Engels. Da kann ich den Endboss machen. Was ich nicht schaffen werde. In diesem Run. Schon wieder nur drei. Schon wieder nur drei perfekte Kisten. Schwör ich doch nicht. Immer hast du drei perfekte Kisten. Ja, aber da sind meistens eine Scheiße drin. Eine war eine Telekiste. Die zweite war. Jetzt komme ich in den Womb. Ich habe die Dingens gar nicht. Ich komme hier nicht wieder raus. Fuck. Hab vergessen. Okay. Schade, ich habe die Geheimräume nicht gesucht. Daddy Longlegs, nice. Ich bin hier voll zum Kotzen. Ich mag den richtig gerne, weil der richtig stark ist. Also das Item so. Daddy Longlegs, nicht den Gegner. Doch, ich dachte schon. Den Gegner mag ich auch nicht. Der ist ein bisschen abgefuckt. Von dem gibt es ja auch noch eine zweite Version irgendwie. Ja, hab mit ich bei, einem Auge oder so. Hab ich bei Software gesehen. Ja auch. Alter, 52 Schlüssel übrigens. Ich hab 0. Ich kratze die ganze Zeit an der Existenzgrenze mit den Schlüsseln. Dafür kratze ich an der Existenzgrenze mit den Herzen? Ja, ich hab viel zu viel. Ich bin dauerhaft voll geheilt. Ich hab so viele Fände. Und ich finde jetzt nur noch schwarze Kisten, wenn ich Kisten finde, weil ich ja die schwarze Hand hab. Die Left Hand? Ja. Schleck. Ich bin behindert gerade. Nicht nur gerade, aber gerade. Eigentlich immer. Ja, aber gerade besonders. Vor allem, ich hab hier auch schon wieder viel zu viele blaue Herzen über. Ich mag es mir ein paar abgeben, ich gebe dir ein paar Schlüssel ab. Ja, klar. Ich würde so einen Multiplayer geiler finden als das, was sie hier eingebaut haben. Ja, das ist irgendwie nicht so nice. Oh mein Gott! Im letzten Raum vom Boss habe ich noch einen Schlüssel bekommen. Mache ich jetzt den Shop oder den Itemraum auf? Ich weiß es nicht. Fuck! Das Blut, Baby. Ich renne vor der ersten verfickten Wandspinne weg, die Laser macht, und renne in die zweite rein. Alter, ich habe hier drei blaue Herzen über. Übrigens 57. Hat sich gerade ein bisschen gebessert, wollte ich gerade sagen. Schlüssel 58. Ich habe 6,5 Herzen. Ich habe 9 Herzen. 4,5. Nein. Und die Dead Cat ist voll. Ich will die Dead Cat haben. 5,5, ja. Dann setzt mein Leben auf 1. Ja, aber die blauen Herzen bleiben ja. Nein, die gehen auch weg. Nein! Die bleiben! Ach, stimmt. Ich hab das zweimal mit X gemacht, mit Blue Baby. Da gehen die nämlich weg, weil der hat nur blaue Herzen. Ich wollte gerade sagen, der hat ja auch nur blaue Herzen. Ich hab mich ein bisschen angekotzt. Dann habe ich mit, verstehe ich mit nicht. Einem Herz habe ich dann war ich dann in der Dark Room, habe ich gerade die Guppy Farbe, glaube ich, erhalten, und dann habe ich noch eine Balls of Steel gemacht und dann habe ich keinen Schaden mehr genommen und dann habe ich den Boss da besiegt mit 3 Herzen, den Doppel Loki besiegt. Ich habe da die Loki Horns freigeschaltet, weil ich Ich hab den normalen Loki noch nie als Gegner gesehen, also als Bossgegner, nur halt im Bossroom oder im. Also in der Boss Rush oder im Dings hier. Ja, genau, in den kleinen Item Rooms. Nein, in den kleinen Dingens Rooms. Übrigens 61 Schlüssel. Gibt's einen Schlüssel? Hab nicht wieder eine Spilo gefunden? Ich brauch ein paar mehr Herzen. Also, ich bin immer noch fast tot. Oh, guck mal, eine Helferpille. Wäre fick dich! Jetzt habe ich 10 Herzen. Du hast auch nicht 12. Ich hätte gedacht, du hast 12. Was ist das? I can see forever. Oh ja. Mein Gott! Als ich die I can see forever Pille genommen habe, hatte ich nur noch 20 FPS. Also, ich habe 10 rote Herzen und 2 blaue. Achso. Ich habe 12. Ich hasse rote Herzen, Alter.
Oh, Piggy Bank, nehmen wir mit. Oh, guck mal, Steam Sale nehmen wir mit. Brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir mit. 62. Ich zwei Steam Sale bekommen, ne? Ach ja, Boss Rush hab ich nicht mehr, bin schon eine halbe Stunde dabei. Fuck! Two of Spades, oh, 99 Schlüssel. Das wäre gerade so unnötig. Und ich habe nur noch 5 Herzen. Nochmal Devil Deal abchecken. Krampus hatte ich ja schon. Ich glaube, den nehme ich mit. Du kannst auch zweimal Krampus kriegen. Soll ich mich Need to Go Deeper benutzen? Benutzt das mal an so einer Stelle, wo ein X auf dem Boden ist. Weil ich habe sowieso genug Herzen und mein Bloodbag brauche ich jetzt nicht mehr, weil kein Geld. Ja, benutzt es mal an der Stelle, wo ein Ding ist auf dem Boden ist. Ich will mal wissen, ob das funktioniert. Okay. Ich habe hier gerade so einen blauen Automaten und habe extrem viel Glück. Mein Luck ist gibt's auf. Die Teile auch in Warm, diese? Oh, nee, auf 1. Du meintest? Ja, müsste eigentlich. Die müsste überall geben. Karte könnte mir Hierophant helfen. Der Crystal Ball! Ja! Ha, oh, schlässig. Death macht Schaden. Das ist ganz cool. Emperor teleportiert mich zum Bossraum. Devil macht Schaden und Empress weiß ich nicht. Devil macht keinen Schaden, Devil gibt dir Schaden. Ernsthaft? Ja, Devil ist sowas wie Book of Belial von Judas. Okay. Alter, meine Tränen machen einfach extrem viel Schaden und machen nur noch 4 Schaden. Aber ich hatte übrigens immer noch keinen Engelstil, was mich ein bisschen ankotzt. Ich glaube, ich krieg auch keinen mehr. Ah, nee, ich muss den Whipworm mitnehmen, weil ich sonst nicht weit genug schieße. Also, welche Karte würdest du mir empfehlen mitzunehmen? Devil auf jeden Fall. The Devil, okay. Wo bist du denn? Womp 1. Ich auch gerade. Oh, guck mal, noch eine Full Health Pille. Jetzt habe ich 3. Fick dich. Ich renne hier gerade mit 6 Leben rum. Okay, ich habe jetzt My Little Unicorn und eine Dingenspille. Utero 2. Hm, lecker, lecker. Diese verfickten Totenköpfe, die einen anfliegen, ne? Kotzt mich so. Ich bin Glück hab beim Ausweichen. Tour of Clubs, oh, 28 Bomben. Bomben hab ich, 7 Bomben hab ich. Oh ja, nein. Ja, besser. Braver Junge. Los, nimm mein Geld. Nein, ja. Und die Karte, fick dich doch. Hättest du nicht irgendwas Gutes geben können, Junge? Nein, nicht Mega Fetti, nicht zweimal! Ich muss leider mein Little Unicorn schon gegen den einsetzen. Hoffen wir mal, dass ich noch 6 Räume kriege. Oder 5. Das war gerade ein bisschen mies. Ich habe hier einen weißen Isaac als Gegner. Einen weißen Isaac? Ja. Was meinst du? Ja, es gibt doch diese Icehacks da, die dich, also die immer dich anschießen. Habe ich gerade. Ja, und ich hatte gerade so eine Geistervariante, so eine weiße, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Los, gib mir ein Seelenherz, du Ficker. Los, gib mir ein Seelenherz! Nein, nicht rollende Gedärme. Oh Mensch, ich habe ja nur noch 97 Schlüssel. Oh mein Gott, ich bin schon wieder in eine Stachel gerannt. Weißt du, ich habe extra gesagt, aufpassen, nicht in die Stacheln rennen. Und dann renne ich in die Stacheln, ja! Best Game Ever, 20 out of 10. Oh, guck mal, die kleinen Gurglings. Ich hasse die Gurglings. Die kleinen Blauen sind gar nicht so schlimm. Ich hasse fast jeden Gegner in Isaac. Die kleinen Blauen, was machen die? Nichts. Soll ich das Fliegenbaby für ein Herz? Ich meine, ich habe immer noch dann 8 Herzen. Ja, mach. Das
Fliegenbaby? Ja, das Fliegenspawn. Das kenne ich gar nicht. Oh, kann man, nee. Kann man die Satan-Statuen auch irgendwie sprengen? Nein, ich glaube nicht. Aber hinter denen liegt immer ein Stein, der auch ein blauer Stein sein kann. Ja, Learned by Zombie. Oh Mensch, okay, hätte ich nicht ein paar mehr Schlüssel, ne? Dann könnte ich ja auch in den Raum gehen. Oh, ich habe ja. Möchte ich hier eine Runde spielen eigentlich schon, ne? Könnte gut sein, dass ich gleich doch wieder Full Health bin. Man kann das Fliegen-Item ja nicht zweimal gewinnen, ne? Nicht. Zwei Bomben. Komm schon, noch mal ein Herz. Ja, noch mal zwei Herzen. Gib, gib, gib. Was? Der Typ kann auch schwarze Herzen droppen? Das wusste ich überhaupt nicht. Oh, ich habe auch den zweimal Loki. Ich krieg jetzt übrigens alles mal zweimal. Warum? Hast du Humble Bundling Forever oder so aufgesammelt? Nein. Also aus dem Shop? Weiß ich nicht, ich habe alles aus dem Shop mitgenommen. Kann sein, dass das davon ist, oder ich glaube, so ein Pack, oder irgendwie sowas. Ich dir das auch nochmal. Also, ich habe bisher keine markierte Stelle gefunden, wo ich graben hätte können. Komm schon, gib mir noch ein paar Herzen. Ich will ein paar. Nein, kein Geld, ich will ein paar Herzen. Weißt du, gib dem wieder Geld. Ich habe übrigens 99 Schlüssel. 101 Schlüssel. Ich habe schon wieder ein blaues Herz zu viel. Nein, nein, nein! Oh, Gott sei Dank hat der daneben ge... Boah, ich hasse es, wenn die Typen Bomben rauswerfen und die sich dann selber damit sprengen. Komm schon, gib mir das Herz! Nein, das Herz! Nicht die Fliegen! Los, gib mir bitte das Herz, gib mir bitte das Herz! Ja! Ja, komm! Komm! Kack sie für mich aus! Oh, ein Herz hat er mich voll AP. Oh, oh ja. Scheiße, lässig. Ja, Schleck. Ich habe leider nicht den Wafer gefunden. Brauchst du noch Schlüssel, Freddy? Ich habe 4, also momentan bin ich glücklich. Ich habe 99 plus ein paar, weil hier immer noch welche rumliegen. Oh, jetzt bin ich full HP. Wie soll ich 5? Ich könnte noch zu Ende spielen. Ich habe noch so viel Geld. Und ich war wieder nicht in dem Automaten zum Einzahlen, habe ich vergessen. Ich gehe mal in den Dingensraum, wo man Schaden kriegt. Ich nicht. Ja, zum Devil teleportiert. Ich könnte jetzt eine Ebene runtergehen, ohne Mams Fuß zu machen. Möchte ich aber nicht, aber ich habe Angst, dass der Devil Room vergeht. Also du kriegst auf jeden Fall den Devil Room, wenn du ihn jetzt hast, nochmal nach Mams Fuß. Okay, okay, gut. Gut, obwohl, wenn... Doch, ja, doch, 100, den kriegst du sowieso immer. Ich würde dich ficken, wenn ich das... Du musst doch sowieso runter. Hä, nee, ich kann ja nicht unbedingt runter. Also es kann ja auch sein, dass danach einfach Feierabend ist. Schluss im Bus. Hast du das noch nicht freigeschaltet, dass du immer weiter kannst? Nein. Hallo, ich bin hier erst, habe jetzt zweimal gespielt. So. 1, 2, 3, 4, es sind keine 5, es sind keine 6 Räume mehr vor Mom. Das ist doof. Am Start. Ja. Noch bei Adlifts. Ich glaube, ich habe Adlifts noch nicht. Ja, da musst du mal am Start hier mal besiegen. Also ich glaube nicht, dass du es hast. Nein, ich habe erst dreimal gespielt. Eben gerade warst du zweimal. Lügen über. Meine ich ja auch. Ist Tageslicht. Nein, 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 nicht Mams, nicht Mams Hände. Oh fuck, die haben mich rausgeschmissen. Ich hasse Mams Hände. Super, jetzt kann ich gleich noch eine Runde spielen. Zu Isaac? Moment mal, wenn ich. Ich beende mal kurz meinen Run und guck mal, was ich mit ihm schon. Moment mal. Wenn ich jetzt auf New Run klicke, löscht dann automatisch den alten? Nein. Eden habe ich Satan schon. Gehe ich jetzt mal zur. Obwohl, ich könnte jetzt. Hast du genug Schlüssel für die Chest-Ebene? Nein. Ich kann das sowieso in die Chest noch nicht. Ich habe das Foto noch nicht. Ich habe nur das dunkle Foto. Achso, ja, dann machst du natürlich. Den Bö. Dann machst du natürlich Isaac. Weil dann kriegst du auch mal irgendwann das Foto. Muss 10 Mal, ne? Mit
drei verschiedenen Charakter, mit sechs verschiedenen Charakteren besiegen oder einfach nur sechsmal insgesamt, weißt du? Ich glaube, du musst ihn 10-mal töten insgesamt. Ja, also das Dunkelfutter habe ich glaube ich nur 6-mal gehabt. Ja, aber ich glaube, Isaac musst du 10-mal killen. Hier liegen noch 8 Schlüssel für dich, ne 6. Ah, super, ein Greedrop. Aber oh, ich habe erstmal direkt den Boss gefunden. Ich hatte gerade richtig Glück, dass ich die Bombe so weit weggeschossen habe mit meinen Tränen. Super, ich habe hier nochmal eine Voll-Health-Pille gefunden. Also auf die setze ich ein. Nein! Das war dann mein kleiner Bagger. Ich gehe jetzt mit 8 Herzen It Lives killen. Nein, hier mal am Tart killen. Das wird ziemlich schwierig für mich. Danke. Schöner Spawnbug. Ich hab noch alle meine roten Herzen und. Okay, so die eins verloren, aber ich hab 2-mal Full Health noch und ich kann auch noch eine Ebene tiefer gehen. Komm ich damit in die Chest? Ja. Könnte sein. Das könnte wirklich sein, das habe ich nie versucht. Probieren wir danach, ja? Okay. Ich hab mit 6 Herzen überlebt. Obwohl, wenn ich hab's jetzt gerade im Bossraum gemacht. Ich hab ja noch genug Leben und Full Health Pearl. Ich versuche jetzt das Teil nochmal aufzuladen, was nochmal außerhalb des Raums. Ich hab ihn angelockt. Fuck, ich hab nicht drauf geachtet, ob da ein Ding war. Okay, das war's mit dem Part. Tut mir leid, wenn da noch ein, wenn der Devil Deal Room da war. Dann kneife ich mir gleich selbst in den Arsch, weil das wäre scheiße. Kurz nochmal einen Schluck Apfelsaft. Lecker, Und ich nehme gleich noch ein Part auf. Bis dann, tschüss.